Warum kann ich eigentlich manchmal eine Änderung meiner Ebene nicht vornehmen? Also warum kann ich meine Ebene nicht bearbeiten? Warum kriege ich eine Fehlermeldung, wenn ich mit dem Pinsel etwas zeichnen möchte? Oder warum wird mir der Cursor, also mein Mauszeiger, mit einem Verbotszeichen dargestellt? Ich will dir einfach mal 3, 4 Beispiele zeigen, warum das passieren kann und wie du das Ganze gegebenenfalls lösen kannst. Herzlich willkommen in diesem Video, schön, dass du mit eingeschaltet hast. Mein Name ist Rick und wie gesagt, heute geht es einfach mal um, ich sage mal, das Verbotszeichen in Photoshop. Das heißt, warum kriegt dein Mauszeiger plötzlich so einen Kreis, der durchgestrichen ist und symbolisiert dir im Prinzip, dass du das, was du jetzt hier gerade machen möchtest, nicht funktioniert. Und ein klassisches Beispiel ist, wenn du beispielsweise mit deinen Retuschenwerkzeugen, also egal ob Kopierstempel, Reparaturpinsel, Bereichsreparaturpinsel oder was auch immer, oder auch der Pinsel, wenn du den benutzen möchtest, und du darfst es nicht. Und ich möchte dir, wie gesagt, jetzt mal ein paar Beispiele zeigen, warum das entsprechend nicht funktionieren kann. Also, ich habe mir jetzt hier einfach mal den Pinsel genommen und ich werde das jetzt mal beispielhaft einfach mit dem Pinsel darstellen und zeigen. Im Prinzip ist das aber gleichbedeutend mit sämtlichen anderen Werkzeugen. Und das, was ich meine, ist Folgendes. Ich habe zum Beispiel eine Ebene, wie diese hier, und kann hier mit weißer Farbe einfach drauf rummalen. Was ist aber, wenn ich das nicht kann? Und Gründe dafür könnten folgende sein. Ich dupliziere mir einfach mal diese Ebene. Und du siehst, jetzt habe ich eine Hintergrundkopie und ich kann auf dieser Kopie malen. Ein Grund, warum ich nicht darauf malen kann, ist beispielsweise, dass sie gesperrt ist. Also ein Schloss dahinter. Und du siehst, jetzt bekomme ich ein Verbotszeichen und wenn ich jetzt malen möchte, bekomme ich den Hinweis, dass der Pinsel nicht verwendet werden kann, weil die Ebene fixiert ist. Und das bedeutet letzten Endes, dass wir einfach hier ein Schloss haben und die Ebene komplett gesperrt haben für sämtliche Bearbeitungen oder Veränderungen. Das heißt, wenn du jetzt auf der Ebene irgendwas verändern möchtest, dann musst du erst das Schloss aufheben. Das kannst du machen, indem du einfach die Ebene anklickst, wieder auf das Schloss klickst oder einfach hier hinten auf das Schloss im Einzelnen klicken. Dann wird dieses Schloss wieder aufgehoben und du kannst hier wieder drauf losmalen. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, ich lasse die mal eingeblendet, wäre, ich dupliziere das Ganze nochmal, dass das Ganze ein Smart-Objekt ist. Denn ein Smart-Objekt können wir an sich so von den Pixeln her nicht verändern. Also wir können nicht drauf malen oder retuschieren oder irgendwas. Und du siehst, dass auch hier wieder das Verbotszeichen kommt. Und wenn ich jetzt versuche, irgendwie was drauf zu malen, dann bekomme ich den Hinweis, dass das erst funktioniert, wenn das Ganze gerastert ist. Und möchte ich ein Smart-Objekt rastern? Okay, das musst du für dich dann irgendwie mal herausfinden, ob du sagst, ja okay, ich brauche das Smart-Objekt jetzt nicht mehr, deswegen drücke ich okay und dann wird das gerastert und dann kann ich drauf malen. Wenn du das Smart-Objekt allerdings behalten möchtest, weil dort irgendwelche Veränderungen drin sind, die du immer wieder brauchst, dann ist das auf jeden Fall nicht der richtige Weg für dich. Hier wäre ein Workaround zum Beispiel zu sagen, ich lege mir eine neue Ebene an, die komplett leer ist. Und auf dieser leeren Ebene kann ich ja jetzt malen. Und da würde ich dir dann empfehlen, dass du diese Ebene als Schnittmaske auf dein Smart-Objekt setzt. Also Alt-Taste gedrückt halten und dann zwischen die zwei Ebenen klicken. Und dann kommt nämlich so ein kleiner Pfeil und dann wirkt sich diese Ebene 1 auch wirklich nur auf unser Smart-Objekt aus. Und das heißt, wenn du jetzt hier im Smart-Objekt beispielsweise, ich mache das einfach mal, etwas freistellst, dann siehst du die Veränderung auf deiner Ebene 1. Ich nehme mal kurz eine andere Farbe, dass das mal deutlicher wird. Ich nehme mal Rot. Zack. Und mal mit Rot jetzt hier nochmal das Geschnörkel. Und du siehst, dass das Geschnörkel jetzt sich dem Freisteller anpasst. Und das passiert, weil wir das Ganze als Schnittmaske benutzen. Mache ich das ohne Schnittmaske, dann siehst du, dass das Gemalte einfach darüber hinausgeht. Dann ist es wie eine ganz normale Ebene, die einfach das Gemalte darstellt. Deswegen mein Tipp, wenn du etwas auf deinem Smart-Objekt verändern möchtest, dann lege eine neue Ebene an und mach das als Schnittmaske. Und das funktioniert auch mit den Retuschewerkzeugen, denn du kannst deine Retuschewerkzeuge ja darauf anweisen, zu sagen, dass das Ganze nicht nur auf der aktuellen Ebene funktionieren soll, sondern auf der aktuellen und darunterliegenden.
Und dann kannst du nämlich deine Retuschewerkzeuge auch auf einer leeren Ebene benutzen. Eine weitere Möglichkeit, dein Smart-Objekt zu verändern, wäre, also gehen wir nochmal auf Smart-Objekt, wir dürfen das wieder nicht verändern. Wenn du es jetzt verändern möchtest, wäre eine weitere Möglichkeit zu sagen, ich gehe in das Smart-Objekt rein. Das heißt, ich mache einen Doppelklick auf das Smart-Objekt und jetzt bin ich ja im Smart-Objekt drin und kann die eigentliche Ebene im Smart-Objekt entsprechend verändern. Ich mache jetzt einfach mal, ich nehme eine Schwarz-Weiß-Einstellungsebene und reduziere das Ganze nochmal auf die darunterliegende Ebene. Zack. Jetzt verlasse ich das Smart-Objekt wieder. Ganz wichtig, ich möchte es speichern. Und jetzt habe ich auch das Smart-Objekt verändert. Und das funktioniert natürlich nicht nur mit Einstellungsebenen, sondern ich kann jetzt hier auch entsprechend drauf rummalen. Also wie auf einer ganz normalen Ebene. Es ist ja im Smart-Objekt auch eine ganz normale Ebene. Und dann habe ich den Bereich entsprechend verändert. Ein weiterer Grund, warum wir etwas nicht malen oder retuschieren können, ist, dass du zum Beispiel einfach eine Gruppe ausgewählt hast. Denn du siehst, wenn ich jetzt den Pinsel nehme und ich lege jetzt in meine Gruppe mal eine Kopie von der Ebene nochmal an, zack, hebe das Schloss auf und ich wähle jetzt die Gruppe an, dann siehst du, dass ich hier auch nichts machen kann, weil hier kommt der Hinweis, du hast eine Gruppe angewählt. Und dann kannst du entsprechend halt keine Bearbeitungen vornehmen. Lösung hiervon wäre, naja klar, du wählst einfach die Ebene an, die du brauchst, weil du möchtest ja nicht auf einer Gruppe malen. Außer deine Gruppe hat eventuell eine Ebenenmaske. Dann kannst du hier natürlich auf der Ebenenmaske entsprechend malen. Und auch hier ist dann der Hinweis, naja, es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich wähle das Gruppen-Icon an und nicht die Maske, obwohl ich eigentlich die Maske bearbeiten möchte, dann bekomme ich nämlich den gleichen Fehler. Ja, also auch hier die Maske dann anwählen. Und das überschneidet sich jetzt so ein bisschen mit dem nächsten Hinweis, und zwar, wenn ich eine Einstellungsebene beispielsweise habe, dann hat eine Einstellungsebene ja auch ein Icon hier vorne und eine Ebenenmaske, und auf der Ebenenmaske kann ich natürlich entsprechend malen, um halt Bereiche wieder von der Auswahl bzw. von der Bearbeitung auszunehmen. Aber ich kann auch die Einstellungsebene an sich anklicken, um zum Beispiel in die Veränderungen zu kommen. Du siehst, wenn ich jetzt die Ebenenmaske anwähle, dann komme ich hier in den Maskenreiter, klicke ich die Ebene über das Symbol an, dann komme ich in den Bearbeiten-Dialog von meiner eigentlichen Einstellungsebene. Und wenn ich das aktiviert habe, dann kann ich auch keine Bearbeitung vornehmen. Ja, hier kommt der Hinweis, dass man nur entsprechende Bereiche verändern kann, die halt auch Pixel haben. Und das Symbol hier vorne, das Einstellungsdialogfenster, hat keine Pixel. Und genau das wollte ich dir einmal zeigen. Das heißt, an welchen Stellen wirst du daran gehindert, eine Bearbeitung vorzunehmen. Das heißt, warum du eine Ebene, ein Bild nicht bearbeiten kannst, nicht retuschieren kannst und so weiter und so weiter. Welche Situationen gibt es noch, wo du daran gehindert wirst? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare und am besten schreibst du auch mit dazu, was die entsprechende Lösung gegebenenfalls wäre. Oder wenn du eine Frage zu einer Situation hast, warum das auch nicht funktioniert, vielleicht finden wir dann eine Lösung. Schreib es gerne unten mal in die Kommentare und ansonsten hoffe ich, dass du was damit anfangen kannst, dass dich das ein bisschen weiterbringt. Und wenn dir das gefallen hat, wenn ja, lass mir gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal, aktiviere auch die Glocke, da verpasst du zukünftig keine Videos mehr. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du im nächsten Video auch wieder mit einschaltest. Bis dann, ciao.